Hallo du, bei einer neuen Folge Spiritfarer mit mir und dir. Guten Morgen, meine Süßen. Habt ihr gut geschlafen? Guck mal, man kann schon gar nicht. Größer ist besser. Sieht teurer aus, aber ohne echten Grund. Okay. Das können wir alles noch nicht. Hier haben wir, glaube ich, noch was offen. Abgefülltes Ektoplasma. Ne, woher gab es das nochmal? Es tut mir so leid. Ich würde es ja am liebsten sagen. Moment mal, hier. Futterspender. Oh, guck mal. So kann man Hühner züchten. Wir brauchen irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob wir einfach irgendwas nehmen können. Das ist irgendwie... Ach, guck mal. Doch, kann man. Wir können hier einfach irgendwas... So bekommen wir Hühner. Hühner, schalalalala. Das wird so ganz gut. Wir brauchen eh nicht die ganzen Äpfel. Dann können wir Äpfel grundsätzlich verfüttern. Hm. Oh, das ist schon wieder ein Schaf. Habe ich die eigentlich schon aufgeweckt, die alle? Nein, oder? Wir wecken doch mal alle. Weil der Rhythmus ist wichtig. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Da? Oder da? Ich habe es vergessen. Ich glaube im Park, oder? Oh, ich hoffe es doch. Diesmal fahren wir aber nicht hier vorbei, sondern hier. Ich will mal noch mal gucken, was es da gab. Oh, oh, oh. Oh. Da oben werde ich gerufen. Oh, Gott sei Dank. Guten Tag. Wir haben noch einen Job für dich. Diesmal musst du ein Problem beheben, das du selbst verursacht hast. Du hast uns ein Haus gebaut. Da wollen wir uns ja gar nicht beschweren. Allerdings ist es leer. Da ist nichts drin. Du musst es aufpeppen. Mikey hat schon immer recht verschwenderisch gelebt. Ich kann dir aber nicht sagen, was er gerne hätte. Das musst du selbst rausfinden. Wir sind ja keine Innenarchitekten. Kleiner Tipp, Kundschafterin. Besorg uns was Teures und Lautes. Ja. Das wird mein Begräbnis. Mal durch den Trick. Einfach alles sammeln. Diesmal ging es ein bisschen schief. Dann warten wir lieber.
bis die nächsten kommen. Bisschen Geduld haben. Man kriegt so nicht alle, aber man kriegt schon eine Menge. Hat sich das beruhigt? Ja. Können wir weiter. Oh ja, guck mal, eine Birne. Ich würde so gerne wissen, was er denn gerne isst. Kann ich denn nicht hier irgendwas? Da, 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 da. Da, 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 da. Genug! Ich habe die Schnauze voll. Ich hatte gedacht, ich sei stärker, aber offensichtlich lag ich da falsch. Ich ertrage es nicht mehr. Es macht mich wahnsinnig. Er folgt mir überall hin. Er redet und redet und redet. Und ich weiß, dass er lügt. Ununterbrochen. Alles, was er von sich gibt, ist eine himmelschreiende Lüge. Was konntest du herausfinden? Hat er mich betrogen? Sag es mir. Ich bin ehrlich. Ich wusste es. Ich wusste es. Guck mal, das Problem ist, ich würde ihr das gerne verschonen. Aber das Problem ist, sie weiß doch unterbewusst, dass er lügt. Und dann wird sie sich immer denken, ja, er lügt vielleicht doch nicht. Und es ist viel schmerzhafter. Ich wusste es. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Wildfang. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass ich wenigstens einer Person vertrauen kann. Und jetzt, bitte. Du weißt, was getan werden muss. Ich möchte sein Gesicht nie wiedersehen. Er muss verschwinden. Aus meinem Haus. Aus meinem Leben. Musik befreit uns. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Oh, das da. Weißt du, wenn man tief innen drin schon weiß, dass man betrogen wird, dann ist es keine schöne Geste, wenn man von den Menschen dann noch verarscht wird. Und deswegen habe ich es gesagt. Er tut ihr auch nicht gut. Wenn sie damit umgehen könnte, dann wäre das was anderes. Aber er verarscht sie. Er weiß, dass es ihr wehtut und er macht es trotzdem. Was sagt das für ihn aus? Dann soll er sich von ihr fernhalten. Sie ist so ein toller Mensch. Das Gefühl, dass ich niemals im Leben so viele brauchen werde. So, es reicht jetzt. Mehr brauche ich nicht. So, ich muss mir das mal merken. Diese Feuerkäfer brauche ich nicht so unbedingt. Oh. Was ist das?
Jetzt gucken wir uns das nächste Mal an. Ich verstehe das nicht. Alles lief so gut. Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Deine Astrid hat wirklich eine echt miese Laune. Was soll ich jetzt tun? Ich sollte wohl verschwinden. Aber wohin? Rüber zu Atuls Werkstatt? Nee, zu frostig. Zu Alice Landhaus vielleicht? Nein, so geht das nicht. Gut, ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns, Bambina. Müssen ihm mal was zu essen. Oh. Was zu essen müssen wir ihnen auch noch geben. Mal sehen, ob ich das Richtige ausgewählt habe. Ich hoffe es. Ach ja. Das war doch hier im Park. Mal sehen, ob er sich freut. Du hast mit ihr gesprochen? Sie lässt mich wieder einziehen? Unglaublich. Ich muss nicht mehr im Park schlafen oder mich aus der Mülltonne ernähren. Zurück in mein Traumleben. Müßigkeit und gutes Essen den ganzen Tag lang. Ich danke dir, vielen Dank. Als Zeichen meiner Wertschätzung erlasse ich dir sogar meine Gebühr. Hier, das ist der finale Entwurf. Sieh dir diese Kurven an. Der perfekt verarbeitende Materialien. Ein wahres Meisterwerk. Okay, wir sollten ja eigentlich... So. Mal sehen. Silberbahn, Seidenfaden und Eschenbrett. Also den Silberbahn haben wir von den Drachen bekommen. Den Seidenfaden von den Bäumen könnt ihr in ein paar Folgen davor sehen. Und Eschenbretter findet ihr ja in Oxbury und so weiter. Wir gehen also hier mal hin. Das war doch, oder? Wir haben nämlich in den Bäumen so eine Dinger hängen haben. Ich habe keine Ahnung, was ich da angepflanzt habe. Aber guck, so Seidenfaser haben wir bekommen. Ich mach's mal so. Müsste ja eigentlich ausreichen. Ich zeige euch noch mal, was ich hier überhaupt... Hier. Das da habe ich angepflanzt. Ihr seht auch hier das Zeichen. Ich glaube, das ist auch Seiden. Ich würde nämlich gerne jetzt noch die Eschenbretter... Und dennoch der Silberbahn, den stellen wir uns auch gleich noch her. Ich habe jetzt nicht auf die Anzahl geachtet.
Aber das ist egal. Das. Oh, oh nein, nein, nein. Ja, jetzt ist. Ja. Ist nicht ganz so einfach. Guck mal ungefähr, wenn der Nadel da ist. Müssen wir halt nochmal drauf drücken. Ich will gleich nochmal so viele. Oh, kann ich gar nicht. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal zum Drachen. Ich weiß nicht, ob das reicht. So schnell geht der Tag wieder vorbei. Aber guck mal, es hat gereicht. Sehr gut. Da wird er glücklich drüber sein. Uns aber auch Mühe gegeben. Oh, ich glaube, jetzt können wir gar nicht mehr die Quest. Weil die jetzt alle schlafen. Er schläft noch hier. Wir können uns noch ein bisschen über die Zutaten gucken, die wir brauchen, um gewisse Dinge aufzuwerten. Oh, guck mal. Feldverbesserung. Man muss einfach mal immer gucken, ob man da irgendwas. Abgefülltes Zinkbahn. Was ist denn hier nochmal? Glas können wir eigentlich auch herstellen. Wir müssen mal gucken. So, wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Morgen. Denkt an die Likes. Ich bin noch sehr klein und ihr könnt das ändern. Bis dann. Tschüss.